Moin moin Leute, seid Unterhaltung und heute ja ein kleines Bastelvideo und unter anderem auch noch ein bisschen Werbung für den YouTuber Lars. Der baut Solaranlagen bzw. macht Inselanlagen. Sehr interessant, ich kann euch den Kanal von ihm absolut empfehlen. Er hat mir auch dieses wunderschöne T-Shirt geschenkt. Dankeschön an dieser Stelle nochmal und Gruß an seine Freundin. Nur halt wegen, ne? So, heutiges Video. Ich bin ziemlich genervt, was die Leute wegschmeißen. Wie? Ja, also von wegen, egal, gut. Bevor ich mich weiter aufrege, das wurde weggeschmissen auf den Sperrmüll. Ja, ich habe noch andere Dinge gefunden. Das ist so ein hier, ja, wie heißt es nochmal, so ein, so ein Maniküre-Dingsbums da. Kann man auch als Mini-Dremel benutzen. Was ist passiert? Warum wurde es weggeschmissen? Oh, das ist abgebrochen. Made in China. Toll. Dann wird es weggeschmissen. Es funktioniert doch noch. Also, basteln wir das Kabel raus. Bauen ein neues Kabel ein. 9-Euro-Stecker. Mit neuen Lüsterklemmen ein bisschen vertüdeln. Anbei, diese Lüsterklemmen stammen auch aus einem, ja, aus einem alten Ofen. Die habe ich auch wieder ausgebaut, weil Recycling, ne? Schützt die Umwelt. Und da auch nochmal mein ganz kleinen Beitrag da draußen für die Kinder oder die Jugendlichen, die hier draußen auf die, freitags auf die Straße gehen. Ihr habt doch keine gottverdammte Ahnung, was es bedeutet, den Planeten zu schützen. Das da nutzt die Ressourcen, die weggeschmissen werden. Das heißt es, schützt die Umwelt. Mein Gott, Mann, ich könnte mich jedes Mal darüber aufregen. Aber gut, das ist die andere Thematik. So, dann wollen wir das Ding mal zusammenbasteln. Ich mache an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut, weil zusammentüdeln, ich habe jetzt keine beste Kamera, auch kein Stativ. Wie ist das da wieder, wenn ich das Zeug zusammengetüdelt habe? So, weiter im Bastelstudio, was ich ja jetzt unbezahlte Werbung. Diese Yokari Abisolierpfanne kann ich definitiv wärmstens empfehlen, weil wegen halt sie so toll ist. So. Oh, das hat ja ganz so beschissen abgetüdelt hier. Aber wir brauchen ja gleiche Längen. So. Ja, heute habe ich mich dafür entschieden, das mit Lüsterklemmen zu machen. Wie gesagt, die habe ich jetzt aus dem alten Gasofen ausgebaut. Das reicht ja, ne, für 230 Volt. So, tüten wir das mal zusammen. Ach, der ist ein bisschen zu groß. Wir benötigen einen kleineren Schlitzschraubendreher. Mit Foot. So, wieder da. Cuttermesser, weil wegen halt Abisolierung des Kabels des Euro-Steckers. Wie gesagt, die Lüsterklemmen habe ich von alten Gasofen ausgebaut. So. Sehr schön. So. Wie gesagt, diese Yokari abisolierte Zange kann ich euch wärmstens empfehlen. Ist ein tolles Teil. Total tolles Teil. Zwar relativ teuer, aber ist ihr Geld wert. So. Ach du Scheiße. Leute. Das Kabel können wir in die Tonne kloppen. Ich weiß nicht, ob es. Leider, wie gesagt, ich habe eine sehr beschränkte Kameraausstattung. Die Adern sind, weiß Gott, wie extrem dünn. Müll. Ich brauche neues. Das wird nämlich so nicht funktionieren, weil 10 Ampere. Die werden durchbrennen. Ich brauche neues Kabel.
So, dieser Versuch, das stammt aus einer alten Krups, von einer alten Krups, Krups, ja, Handmixer, ich weiß es gar nicht mal mehr. Auf jeden Fall deutsche Technologie. Oh, jetzt hören wir hier Deutsch. Oh, sind wir nationalsozialistisch angehaucht? Nein! Nur der Chinamann baut zu billig. Ja, was heißt der Chinamann baut zu billig? Das ist auch wieder schwachsinnig. Die Vorgaben der Westleute, also halt der westliche Zivilisation, ist ja so günstig wie möglich. Also baut im Chinamann eben das dünnere Draht ein. Das hat nichts damit zu tun, ne? Also von wegen, ihr wisst schon, was ich meine. Glaube ich, hoffe ich zu sagen. So, also bauen wir von uns jetzt, ich glaube, es kommt von meiner Großmutter, von irgendeinem alten verreckten Gerät. Ich denke mal so aus den 70er Jahren. So. Ja, das fühlt sich auch schon um einiges anders an. Jupp. Leider bringt die Kamera nicht perfekt rüber, glaube ich nicht, aber die Litze hier ist um einiges dicker, bedeutend dicker. Okay, kann ich auch sicher gehen, dass die 10 oder 16 Ampere da keinen Schaden anrichten. So. Natürlich nur die ganzen Korn da rein. Natürlich die Phasen beachten, ne? Also blau zu blau, braun oder braun, schwarz zu schwarz. Mau, Pünktchen, was ist los? Was machst denn du jetzt schon wieder? Pünktchen? Meine Katze hat mir gerade ihre 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob das geräuschmäßig auf der Kamera draufkommt. Was machst du da schon wieder? Oh je. Wenn ihr gleich was durch die Gegend springt, durch die Gegend rennt, dann wird es wohl wieder die Katze gewesen sein. Aber ich könnte auch nicht ohne sie. Das könnte unter gewissen Bedingungen wahrscheinlich ein sehr langatmiges Video sein. Also mache ich jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns später wieder, wenn das Ding zusammengetüdelt ist. So sieht's aus. So sieht's aus. Nachdem wir ein Kabel haben, kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Wir fliegen ja gleich erst um die Ohren, aber es funktioniert. Und, aha. So, wollen wir mal checken hier. Wir haben Energie. Man sieht, roter LED. LED leuchtet. Ist gut. Den ein. Funktioniert. Ja. Drehpotentiometer funktioniert auch. Ich kann es nicht präsentieren, die Adaptoren hier fehlen. Da will ich noch später was basteln. Wie gesagt, es war früher mal so ein Paniküre. Oh Gott. Maniküre-Gerät. Ich werde natürlich alles umbauen. Hat so Mini-Dreh mit draus machen. Weil man hört schon. Geil. Und wie man hier auch schon wieder sieht, hier ist natürlich das. Die Entzuglassung ist hier wiederum aufgebrochen. Typischerweise. China-Mann oder halt billiges Material verwenden, das werde ich natürlich auch noch abändern. Aber wie ihr seht, es wurde Schrott weggeschmissen, aufgrund eines abgebrochenen Pins von dem Euro-Stecker, der leider auch sehr minderwertig produziert. Die kannst du mit der Hand abbrechen! Ich bin nur gerade vorsichtig herangekommen, plock abgerissen. Passt auf mit dem Mist. Ja, das Kabel kann ich jetzt auch nicht weiterverwenden, das muss ich leider entsorgen, weil die Adern sind viel zu dünn, da kannst du nichts mehr ausfressen. Na gut, aber an dieser Stelle funktioniert. Und Lars, in der nächsten Zeit werde ich zusehen, dass ich meine Solaranlage mal wieder dir präsentiere, dir zeige. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ja, mach mir da mal einen Cut raus. Also, bam, nutz die Energie, nutz die Macht, Luke. Ciao. Servus. Ja, ich bin schon wieder, ich muss noch was anderes zeigen. Das habe ich auch auf dem Sperrmüll gefunden. Für die Computer-Freaks und Nerds. Ratatatatata. Hierbei handelt es sich um ein 486er DX50 Notebook.
wurde weggeschmissen. Funktionsfähig. Ja gut, wird in den Folgen, in der nahen Zukunft, in anderen Videos wieder auftauchen. Funktioniert soweit, habe ein bisschen RAM eingebaut, habe ein Ersatzgerät gekauft, weil das originale Diskettenlaufwerk ist leider kaputt, der Antriebsriemen ist zerbröselt, aber es funktioniert hundertprozentig, hat 11 MB RAM oder 500 MB Festplatte. So, das war's dazu. Ciao!